Yes, vielen, vielen Dank, Uta. Vielen Dank euch. Lasst uns Uta nochmal einen großen Applaus geben. Sie ist so eine Ermutigerin. Es hat mich schon in meiner Zivi-Zeit damals wirklich ermutigt und vorangebracht und es ist auch heute noch so. Yes, ich freue mich auf die Predigt. Seid ihr bereit dafür? Sehr schön, das habe ich mir erhofft. Wir haben ja letzte Woche, sind wir in unsere neue Serie reingestartet, Für immer und ewig, wo wir über die Bünde nachdenken, die Gott mit uns Menschen gemacht hat. Und vor allem wollen wir der Sache auf den Grund gehen, was das eigentlich mit uns zu tun hat und warum das so ein wichtiger und zentraler Gedanke ist. Wir hatten dann letzte Woche mit Antonio einen grandiosen Auftakt, wo er über Bünde generell gesprochen hat und über auch den Bund, den Gott mit Noah gemacht hat. Wenn du den Predigt nicht gehört hast, dann hör sie auf jeden Fall nach, die lohnt sich. Und an dieser Stelle lass uns Antonio nochmal einen riesigen Applaus geben für seine ganzen Predigten, für all das, was er inspiriert, wo er uns voranbringt als unser leitender Pastor hier in der Church. Und von mir persönlich auch vielen, vielen Dank wirklich für die Freundschaft, die wir haben können. Es ist richtig cool, mit dir unterwegs zu sein und unter deiner Leitung voranzugehen. Danke, gleichfalls. Ich hab's gesagt, so halb. Also, um zurückzukommen zu den Bünden, wir sind ja in dieser Serie, wo es, ich sag mal, zentral um diese vier beziehungsweise fünf Bünde geht. Bei Noah angefangen, dann heute geht es um das Thema mit Abraham, den Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat. Dann danach um Mose, um David und dann im Endeffekt puzzeln wir das Ganze, machen ein Bild draus mit dem neuen Bund von Jesus, wo dann alle Dinge dann zusammenpassen in diesem neuen Bund, der für uns so relevant und so entscheidend ist. Deswegen, ich freue mich riesig über diese Serie, über die Predigt heute. Aber man stellt sich ja schnell diese Frage, okay, Bund ist ja jetzt nicht das, was wir andauernd gebrauchen. Man denkt vielleicht, na gut, wir leben in der Bundesrepublik Deutschland, schon mal gehört, ne? Der Ehebund, Mann und Frau werden eins, okay, oder man denkt dann an so ein, vielleicht auch an ein Verteidigungsbündnis, die NATO, wenn einer angegriffen wird, dann werden alle angegriffen und man kämpft gemeinsam, wenn es dann sein muss. Aber wenn wir in die Bünde schauen, die Gott mit uns Menschen gemacht hat, dann ist das Ganze sogar eigentlich noch viel, viel besser und wunderbarer und noch viel eindrücklicher. Weil normalerweise ist es bei Bünden so, dass beide Parteien einen wirklich sehr großen Gewinn davon haben. Und ich sag mal, entweder ist es eine sehr unterworfene Partei oder es sind Parteien auf gleicher Ebene, wo so ein Bund dann zustande kommt, wo ein großer Gewinn dadurch gebracht wird. Und das ist das Interessante, weil ich sag mal so, Gott, der allmächtige Gott, der fehlerlos ist, der perfekt ist, der ist ungefähr hier oben und wahrscheinlich noch viel, viel weiter oben. Und dann geht's um uns Menschen, die, ich würde sagen, nicht mal hier sind, sondern wahrscheinlich eher ein bisschen hier unten. Doch nicht so perfekt, wie wir gerne hätten, vor allem nicht fehlerlos. Und ja, an vielen Punkten, ja, so weit weg von dem, was eigentlich Gott, wie groß Gott ist. Und dann ist es ja so, dass wir ja eigentlich diejenigen sind, die von diesem Bund unglaublich profitieren. Aber Gott ist derjenige, der diesen Bund und diese Bünde mit uns geschlossen hat. Das ist seine Initiative. Und deswegen ist das Ganze noch viel bedeutender für uns. Und ich glaube, das werden wir auch an dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, erkennen, warum das so relevant für uns ist und warum das so eigentlich lebensverändert ist und so zentral ist. Und ich will noch zum Start beten. Jesus, ich danke dir so sehr für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du zu jedem von uns sprechen willst. Und ich lade dich ein, dass du meine Worte gebrauchst und genau das betonst, was für jeden von uns wichtig ist. Rede du und veränder du unser Herz und zeig uns, wie du bist. Und alle sagen gemeinsam, Amen, Amen. Als, ich sag mal, einleitende Story, nochmal eine Sache vor ein paar Jahren aus meinem persönlichen Leben. Ich bin eigentlich viele, viele Jahre, eigentlich mache ich das immer noch mittlerweile mit meiner Frau, bin ich am ersten Weihnachtsfeiertag zu meinen Eltern, meistens vormittags, damit ich mittags zum Weihnachtsessen da sein kann. Ja, es war dann immer eine kurze Nacht, eine lange Fahrt, aber dann wurde es belohnt mit dem Weihnachtsessen. Und vor
ich weiß nicht, einigen Jahren mittlerweile war das auch, ne? So ein Tag, ich bin losgefahren, ich weiß, Tank war voll und ich fahre los, freue mich schon in Gedanken schon bei dem Weihnachtsbraten und merke irgendwann, dass mein Tank irgendwie schneller alle geht, als das eigentlich sonst so ist. Ich weiß nicht, ich achte da schon irgendwie drauf, ne, so wo ist hier Tanknadel, ich weiß nicht, gibt es hier auch Leute, die auf ihren Tank achten. Ist vor allem, ja, drei Leute gibt es, ist vor allem auch hilfreich, wenn man nicht stehen bleiben möchte. Und naja, ich bin schon ein paar hundert Kilometer gefahren, meine Heimat liegt 450 Kilometer entfernt und ich war, ich weiß nicht, so halbe, dreiviertel Strecke, irgendwie so, auf jeden Fall noch ein gutes Stück entfernt. Und ich habe irgendwie gemerkt, Mann, irgendwie, mein Tank geht so schnell leer. Ist egal, vielleicht bin ich doch schneller gefahren, als ich dachte, was soll's. Und irgendwann hat es angefangen, im Auto nach Benzin zu riechen. Und dann wurde ich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen hippeliger, weil ich dachte, okay, das ist eigentlich nicht mehr ganz so normal. Es wird wahrscheinlich kein Zufall sein. Und ich habe den nächsten Rastplatz gesucht, war auch praktischerweise so einer, wo wirklich niemand war. Keine Tankstelle, keine Raststätte, gar nichts. Das war einfach nur ein Parkplatz und ich war das einzige Auto dort. Also ich stand mit dem einzigen Auto dort, ihr wisst, wie ich es meine. Und ich bin ausgestiegen noch bei laufendem Motor und laufe so ums Auto rum und sehe irgendwann so in der Mitte des Autos, unter dem Auto, sehe ich so eine nasse Stelle. Und ich denke, ah, hat es hier vorgeregnet. Geh hin und ja, es hat sich leider bestätigt, mein Verdacht, es roch stark nach Benzin und dann habe ich auch gesehen, wie das rauslief aus dem Auto. In dem Moment habe ich das gemacht, was das Beste, was mir eingefallen ist, ich habe das Feuerzeug rausgenommen und versucht, nein, habe ich natürlich nicht, so blöd bin ich auch nicht, eigentlich sogar genau das Gegenteil, um ehrlich zu sein. Ich habe einen richtigen Schock gekriegt und ich habe in meinen Gedanken ist das Auto abgebrannt in dem Moment. Und ich dachte, nein, vielleicht explodiert es wie in Hollywood. Und ich habe wirklich ein paar Meter zurückgemacht und habe überlegt, was kann ich denn jetzt machen? Weil kann ich so weiterfahren? Ich habe keine Ahnung, was ist los? Und dann habe ich einen sehr guten Freund von mir angerufen aus meiner Heimat, der Mechaniker. Ist es denn das, was mir das Einzige, was mir in dem Moment eingefallen ist? Und habe ihn um Rat gefragt und ich habe ihn praktischerweise auch erreicht. Und dann hat er mich erstmal beruhigt und meint, ja, ne, jetzt mache ich mir nicht so einen Kopf. Das sagt er übrigens meistens, wenn ich irgendwas frage Richtung Autos, entspann dich erstmal, ist kein Airbus. wortwörtlich. Und naja, auf jeden Fall, dann meinte ich, ja, aber kann ich jetzt damit fahren? Ich meinte, ja, wahrscheinlich kannst du schon damit fahren. Ne? Du bist ja jetzt auch schon gefahren, hast du recht. Meinte, ja, aber wie sieht denn das aus? Kann das Auto anfangen zu brennen? Nee, ich glaube eigentlich nicht. Also, wüsste ich jetzt nicht. Aber ich kann dich beruhigen, selbst wenn es anfängt zu brennen, es fängt erst hinten an zu brennen. Dann hast du immer noch genug Zeit anzuhalten und auszusteigen. Bin mir nicht sicher, wie viel mir das dann geholfen hat in dem Moment, aber vielleicht wurde das Risiko ein bisschen kalkulierbarer. Auf jeden Fall dachte ich, ja gut, ich bin hier irgendwo am ADW auf einem Rastplatz, ich muss nach Hause. Wer weiß, wann ich überhaupt an dieses Auto wieder rankomme, wenn ich das jetzt hier, wie auch immer ich dann wegkommen soll. Bin gefahren. Davor bin ich relativ moderat gefahren. Ich sag euch, ich bin gerast die letzten 150, 200 Kilometer. Und ich weiß nicht, ob ich jemals mit so viel Adrenalin gerast bin, weil ich die ganze Zeit das Auto im Nacken hatte und dachte, hoffentlich brennt es nicht. Hoffentlich fängt es nicht an zu brennen. Ich muss ankommen, gib Gas. Ich habe einmal richtig schnell getankt noch, weil der Tank ging tatsächlich flotter leer. Und im Endeffekt hat es funktioniert und dann war es auch gar nicht so dramatisch. Es war eine Kleinigkeit zu reparieren und so im Nachhinein eigentlich relativ harmlos. Aber in dem Moment musste ich mich entscheiden, und das ist auch der Grund, weswegen ich das erzähle, ich musste mich entscheiden, entweder ich vertraue meinem nicht mehr ganz funktionstüchtigen Auto und dem Rat meines Freundes, oder ich vertraue nicht. Und ich glaube, in unserem Leben haben wir oft Situationen, wo wir uns dafür entscheiden müssen, zu vertrauen, vor allem dann, wenn es nicht so läuft, wie wir das geplant haben. Und wenn wir das auf Gott beziehen, dann wird es ja noch ein bisschen spannender. Gott, der manchmal ja nicht immer genauso greifbar ist, wie wir das gerne hätten. Und Gott uns Versprechen, Verheißungen macht. Er uns Zusagen gibt durch die ganze Bibel hindurch. Und manchmal müssen wir nicht nur eine Fahrt, 200 Kilometer abwarten, sondern wir müssen Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre, vielleicht sogar manchmal Jahrzehnte warten, bis dieses Versprechen sich erfüllt. Und es ist gar nicht so einfach, dann zu vertrauen. Und deswegen, das ist der Titel dieser Predigt, aber auch gleichzeitig die Frage dieser Predigt ist, kann ich Gott wirklich vertrauen?
kann ich Gott wirklich vertrauen? Und das können unterschiedlichste Sachen sein. Vielleicht bist du schon lange Single und du fragst sie, ey, wann kommt denn endlich jetzt der Partner? Was soll denn das? So, ich habe schon viel dafür gebetet. Und ganz ehrlich, das kenne ich, ich war sehr lange Single und ich hatte diese Momente, wo ich gesagt habe, Gott, also so langsam, ne, was ist los? Was ist dein Problem? Was ist mein Problem? Vielleicht ist es eine Schuldenfalle, wo du drinnen hängst und denkst, ey, also irgendwie, es sieht nicht so rosig aus. Ich weiß nicht mal, ob ich den Rest meines Lebens diese Schulden abgezahlt bekomme. Ich weiß nicht, wie es besser werden soll. Ich komme einfach nicht auf den grünen Zweig. Bist du nicht mein Versorger, Gott? Hast du das nicht versprochen, dass du dich um mich kümmerst? Vielleicht ist es eine Krankheit, eine körperliche Krankheit, eine psychische Krankheit, vielleicht eine lebensbedrohliche Krankheit von dir, von jemandem, der dir sehr nahe steht, wo du dich fragst, ey Gott, du bist doch der Heiler, warum greifst du nicht ein? Ich brauche dich. Und es scheint sich irgendwie nicht so zu bewegen, wie du dir das vorstellst. Vielleicht geht es auch um eine Person, wo man betet, eine Person, die man besonders gerne hat, die man besonders schätzt, die Jesus noch gar nicht kennt. Und du betest und du betest und es scheint sich einfach nichts zu bewegen. Und als würde man mit einer Wand reden. So, was ist es? Was ist los, Gott? Kann ich dir wirklich vertrauen, auch wenn sich die Dinge nicht so entwickeln, wie ich mir das vorgestellt habe? Ich glaube, diese Frage ist sehr relevant für unser Leben, weil es ist einfach zu glauben, wenn alles gut läuft, wenn alles immer funktioniert. Wenn man betet und eine Minute später ist schon die Gebetserhörung da. Dann ist es gar nicht so schwer zu glauben. Aber kann ich ihm wirklich vertrauen, wenn sich die Dinge manchmal anders entwickeln, als ich mir das wünsche oder vorstelle? Und da kann uns die Geschichte von Abraham unglaublich inspirieren. Und auch dieser Gedanke des Bundes, den Gott mit uns Menschen nicht nur einmal, sondern mehrfach gemacht hat. Und wir wollen einsteigen in die Geschichte von Abraham. Um es kurz zu umreißen, Abraham kam nicht ursprünglich sozusagen aus dem jetzigen Land Israel, sondern zumindest war eine Zwischenstation seines Lebens in Haran, das ist in der im Süden der heutigen Türkei. Und dort bekommt er von Gott diesen Auftrag, diesen Befehl, dieses Versprechen, was wir uns gleich anschauen werden, wo es darum geht, Abraham, geh in das verheißene Land. Für dich und deine Nachkommen habe ich das vorbereitet. Er sagt ihm unpraktischerweise nicht, wie dieses verheißene Land heißt und wo es genau ist. Er sagt mir so einige Sachen nicht, aber er hat schon ein großes Versprechen. Wir gehen mal rein. 1. Mose 12, 1 bis 3. Dann befahl der Herr Abram. Übrigens, Abram, das ist Abraham. Gott hat ihm später quasi diese Namenserweiterung mit dem HA, hat er ihm später gegeben. Ich weiß, er war richtig schlecht, aber ich wollte ihn trotzdem sagen. Ich fand ihn auch irgendwie lustig. Naja, ich war auch gerade am Lesen. Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich zum Segen und du sollst zum Segen, du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde auch ich segnen. Wer dich verflucht, den werde auch ich verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet. Hey, was für ein starkes Versprechen von Gott. Also zum einen, er verspricht ihm Land, verheißenes Land, was ja klingt ja schon mal sehr gut. Dann verspricht er ihm Nachkommen, also eine große Familie, viele Nachkommen. Und er verspricht ihm, dass er selber ein Segen für alle Völker der Welt sein sollen. Und das ist ja eigentlich so das Versprechen, was nochmal alles toppt. Wie ist das möglich? Wie kann das sein? Und das Problem ist, Abraham wusste nicht genau, wo es hingeht, was das Land angeht. Und eigentlich das noch viel größere Problem war, ist, Abraham hatte keine Kinder. Er war verheiratet, aber er und seine Frau konnten keine Kinder bekommen. Und als sie dann im Endeffekt aus Haran losgezogen sind, war er schon 75 Jahre alt und seine Frau knapp drunter. Das, wie wir alle wissen, ist nicht mehr die ideale Zeit, um Kinder zu bekommen. Eigentlich ist es, ja, manche sind schockiert, so ganz realistisch nach menschlichen Maßstäben, nach aktuellstem wissenschaftlichen Stand, ist das nicht mehr machbar. Und das war ja der Zeitpunkt, wo er dieses Versprechen bekommen hat. Und das ist natürlich irgendwie dramatisch und traurig für ihn, auch wenn wir uns das aus heutiger Sicht mal so anschauen, weil es ist, gerade wenn man einen Kinderwunsch hat und es funktioniert nicht, dann ist es frustrierend. Damals war das sogar noch viel dramatischer.
Weil Kinder waren nicht nur, okay, ich habe ein bisschen, Bespaßung im Alter, es ist schön, Kinder zu haben, Familie zu sein, ist ein netter Gedanke, sondern Kinder waren das absolute Symbol eines gesegneten Lebens. Wer viele Kinder hatte, war ganz mächtig gesegnet. Wer wenig Kinder hatte, war ein bisschen gesegnet. Wer keine Kinder hatte, war gar nicht gesegnet. Das war eine sehr elementare und entscheidende Sache und ist ein Problem, wenn man keine Kinder bekommen kann, aber Gott einem genau das Gegenteil davon verspricht. Abraham macht sich aber auf den Weg und sagt, okay, er hat seine Bediensteten mitgenommen, seine Frau Sarah und noch einen Neffen und dann sind sie losgezogen und sind dann im Endeffekt über viele Stationen, über einige Jahre dann im heutigen Land Israel, im Land Kanaan damals gelandet. Und Gott zeigt ihm das dann auch irgendwann. Wir überspringen jetzt mal eine Phase, ein paar Jahre. Und Abraham ist aber immer noch in der gleichen Situation. Okay, er weiß jetzt, okay, dieses Land scheint es scheinbar zu sein, obwohl es bewohnt ist. Und es ziemlich viele große Nationen und Städte gibt. Und wir sind 3 Leute, 4 Leute mit ein paar Bediensteten. Aber das große Problem war, kein Kind war zu sehen. Und er war noch mal älter geworden und seine Frau auch. Das macht es ja nicht besser. Und so macht er sich Sorgen und ist frustriert davon, weil ihm ja Gott was anderes versprochen hat. Und da steigen wir ein. Und das ist dann im Endeffekt auch der Startpunkt von diesem Bundesschluss, der sozusagen im Zentrum steht. 1. Mose 15, Abvers 2. Ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt. Ist ja auch nicht so richtig stimmt, aber er war frustriert. Und ohne ein Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Er sagte ihm, ja, schenk mir doch das Land, aber ohne Nachkommen, was soll ich damit? Ein Diener meines Hauses, Eliezer aus Damaskus, wird meinen ganzen Besitz erben. Nein, erwiderte der Herr, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Er führte Abram aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Abram nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er an Gottes Anerkennung. Was für ein starkes Versprechen, was für eine besondere Szene, wie Gott ihn dort rausführt aus diesem Zelt. Sagt, Abraham, komm raus, schau auf die Sterne. So unzählbar wie diese Sterne sind, werden deine Nachkommen sein. Und Abraham ist sicherlich bewegt davon und trotzdem noch irgendwo, Gott, es klingt zu gut, um wahr zu sein. Bist du sicher, dass du eigentlich mich meinst? Und er fragt nochmal nach, ja, also gibt es vielleicht noch einen anderen Abraham, der schon Kinder hat, weil es funktioniert nicht. Was redest du da? Und dann kommen wir zu diesem Moment, sozusagen Gottes Antwort ist dieser Bundesschluss mit Abraham. Das Ganze beginnt so, dass Abraham ein paar Tiere vorbereiten soll, schlachten soll, opfern soll. Irgendwie eine gewisse Auflistung und dann halbiert er diese Tiere und legt sie sozusagen so, dass sie sich quasi die Hälften jeweils zueinander liegen von diesen verschiedenen Tieren und in der Mitte ist so ein kleiner Weg dazwischen, legt die hin. Dann kommen Raubvögel, wollen die Gadaver angreifen, die jagt er weg und dann fällt er in einen ganz, ganz tiefen Schlaf. Was eigentlich auch ein bisschen komisch ist, weil gerade dann, als es richtig ernst wurde, so die Vorbereitung hat er hingekriegt, aber er war auch nicht mehr der Jüngste. Und dann fällt er in einen ganz tiefen Schlaf. Vielleicht hat ihn Gott auch in einen ganz tiefen Schlaf fallen lassen, um zu zeigen, dieser Bund geht von mir aus und nicht von Abraham. Wir wissen es nicht ganz genau. Auf jeden Fall wissen wir, was dann passiert. Und zwar Abraham fällt in diesen ganz tiefen Schlaf. Und dann wacht er auf einmal auf, als diese Bundeszeremonie begonnen hat. Und wir lesen in 1. Mose 15, 17 bis 18. Die Sonne war inzwischen untergegangen und es war dunkel geworden. Da sah Abraham einen rauchenden Ofen und eine Flamme fuhr zwischen den Fleischstücken hindurch. So schloss der Herr einen Bund mit Abraham und versprach ihm, ich gebe deinen Nachkommen dieses Land. So, wenn wir das heute lesen, ganz ehrlich, man ist ein bisschen verwirrt. Da sind so halbe Tierkadaver,
Raubvögel kommen, Abraham schläft ein, auf einmal ist Pyrotechnik da. Ja, und das macht irgendwie gar nicht so richtig Sinn. Und es klingt komisch und man überliest es total schnell, was absolut verständlich ist. Es ist aber eigentlich, diese zwei Verse sind höchst interessant und sind auch absolut besonders. Und ich will euch erklären, warum. Zu der Zeit damals, als Bünde geschlossen wurden, das war ja keine neue Sache, sondern Bündnisse wurden geschlossen, entweder wenn man quasi so eine Art Verteidigungsbündnis auf gleicher Ebene gemacht hat, oder wenn man zum Beispiel ein Land eingenommen hat oder sich eine andere Staat, eine Nation, wie auch immer, ergeben hat, dann wurde ein Bündnis gemacht. Die konnten auch erzwungen sein. Und dann gab es immer diese Bündniszeremonie, wo Tiere geopfert wurden. Und dann ist der Schwächere, meistens der schwächere Bündnispartner, oder wenn beide gleich eben waren, auf gleicher Ebene, sind durch diese Kadaver gelaufen. Und das war eigentlich eine Selbstverfluchungszeremonie. Weil das, was die Aussage damit war, ist, wenn ich den Bund nicht halte, den wir jetzt gerade schließen, dann soll es mir so ergehen wie diesen toten Tieren hier. Und ich will zerstückelt sein. Wenn ich diesen Bund breche, dann soll ich sterben. Und das ist das Verrückte an dieser Szene. Weil, wenn wir jetzt mal kurz drüber nachdenken, die Feuerflamme ist Gott. Und Gott ist der, der aus absolut freien Stücken durch diese Selbstverfluchungszeremonie geht. Gott hätte da nicht durchgehen sollen. Abraham hätte da durchgehen müssen, denn er war mit Abstand die schwächere Partei. Er war auch der, der das Risiko hat, den Bund zu brechen, nicht Gott. Und Gott selbst, der allmächtige Gott, und das müssen wir uns mal vorstellen, das ist eigentlich so unfassbar. Und ich glaube auch Abraham, er hat seinen Augen nicht getraut, was dort passiert. Der allmächtige Gott, der perfekt ist. Er sucht diesen Bund, von dem er eigentlich nicht wirklich was hat. Mit diesem schwachen Abraham, gibt ihm Versprechen und er geht diese Selbstverfluchungszeremonie durch und sagt, die Strafe soll mich treffen. Die Strafe soll mich treffen. Und es ist nicht nur dieses Versprechen, wie treu Gott ist, sondern wenn wir dann ins Neue Testament schauen, wen trifft der Fluch? Jesus. Wer hat den Bund gebrochen? Nicht Gott. Es waren die Menschen. Es waren wir. Und es macht Gott aus freien Stücken. Ein mächtiger Gott, der sich erniedrigt, auf die Ebene eines Menschen runtergeht, der perfekt ist, der fehlerlos ist, der treuer ist, als wir uns jemals vorstellen können. Und er sagt, Abraham, das ist nicht nur irgendein Versprechen, es ist ein Bund. Und ich nehme die Strafe auf mich. Das hat alles gesprengt. Das machte keinen Sinn. Aber Gott, er tut es. Warum? Weil er Abraham liebt und im Endeffekt, weil er dich und mich liebt. Weil er der Bundesgott ist, der treuer ist, als wir uns das jemals vorstellen können. Wie unglaublich ist das? Und es bewegt mich so an dieser Geschichte, wie Gott der Initiative ist. Also Gott hat nicht viele Vorteile von dem Bund. Die Menschen, wir haben Vorteile durch den Bund mit Gott. Und trotzdem ist Gott sogar der, der sagt, ich nehme die Strafe auf mich. Es macht keinen Sinn, es ist unverdient. Es ist unfassbar. Es ergibt einfach keinen Sinn. So, wenn wir die Geschichte von Abraham lesen, und vor allem dann, wenn wir Aussagen im Neuen Testament lesen, wir haben jetzt nicht die Zeit, die alle durchzulesen, aber kannst du gerne selber recherchieren, dann liest man im Neuen Testament auch ganz, ganz viele so Statements wie der Glaubenshalt, der Vater des Glaubens. Das sind so Gedanken, die uns kommen, so Statements, der Freund Gottes, der 100-jährige Vater, weil Spoiler-Alarm, Isaak kam und Gott stand zu seinem Bund. Wer hätte es anders erwartet, auch wenn es unmöglich schien. Und man hat so das Gefühl, Abraham ist echt so ein unfassbarer Glaubenssuperheld fast. So, okay, Gott ist hier, dann ist Abraham vielleicht hier und ich bin so hier. Aber wenn wir in sein Leben schauen, dann zeichnet sich eigentlich ein etwas anderes Bild. Ich will euch ein paar Beispiele nennen. Als er mal in Ägypten war, könnt ihr auch nachlesen, könnt ihr alles recherchieren, war er sehr besorgt um seine eigene Haut eigentlich. Denn seine Frau Sarai war sehr schön
Und er hat sich dann gedacht, oh, die ist so schön, das könnte mir Probleme bringen. Besser, ich sage einfach allen, das ist meine Schwester und nicht meine Frau. Dann gehen sie mir nicht an den Kragen. Es wäre auch ehrlich gesagt nicht so sozial gegenüber Sarah. Richtige Ego-Aktion. Und es ist dann im Endeffekt auch passiert, dass der Pharao sie sich dann zur Frau genommen hat und dann, long story short, Gott hat das geregelt und hat, sagen wir mal, dem Pharao eine große Schelle gegeben. Und dann hat der Pharao herausgefunden, dass sie eigentlich verheiratet war mit Abraham, hat Abraham und seine Frau rausgeschmissen und gesagt, ey, macht, dass ihr wegkommt hier, wir nichts mehr mit euch zu tun haben. Also er war egoistisch, er hat gelogen, er hat sich Sorgen gemacht. Klingt schon mal gar nicht so glaubensheldmäßig, oder? Dann, wir haben auch die Stellen eben eigentlich auch schon gelesen, er hatte diese Versprechen von Gott, aber ist nicht so, dass er jeden Moment immer zu 100% davon überzeugt war, sondern er war schon ziemlich besorgt. Und er hat immer wieder gesagt, ey Gott, bist du sicher? Redest du mit diesem Abraham? Ich weiß nicht. Wie soll das funktionieren? Das macht doch keinen Sinn, was du sagst. Er hatte Zweifel. Und dann das Letzte, was auch, irgendwie sehr menschlich auch ist und gar nicht so glaubenssuperheldmäßig. Er hat es auf eigene Faust probiert. Sogar nach dem Bundesschluss, auch nach dieser unfassbaren Zeremonie, weil es vergehen wieder ein paar weitere Jahre. Und dann war irgendwie immer noch kein Kind da. Und ja, Abraham und Sarai waren so, ja, wir können auch Gott ein bisschen helfen. Wir haben da schon eine Idee. Wie wär's, ne? Hier die eine Magd. Abraham, schlaf doch einfach mit der, dann kriegst du mit ihr ein Kind, dann hast du ja auch Nachkommen. Guter Plan, machen wir so, wunderbar, es kam ein Sohn, aber es war nicht der Sohn, den Gott meinte. Und es hat viele Konflikte und Herausforderungen mit sich geführt. Er hat es auf eigene Faust probiert. Also, zusammengefasst, er hat Angst, er war egoistisch, er hat gelogen, er hatte Zweifel und er hat es aus seiner eigenen Kraft herausprobiert und wollte versuchen, Gott nachzuhelfen bei dem Wunder. Ganz ehrlich, kann ich mich schon ein bisschen besser mit identifizieren. Abraham scheint ein ganz normaler Mensch zu sein, so wie du und ich. Aber was können wir von Abraham lernen? Weil es ist ja auch nicht so, als wäre er völlig inaktiv gewesen. Ja, Gott hat diesen Bund initiiert, aber was hat Abraham gemacht? Und das sind zwei Sachen, die wir, glaube ich, mitnehmen können. Wahrscheinlich gibt es noch einige mehr, aber auf die wollen wir uns heute fokussieren. Und das Erste, wir lesen das im 1. Mose 15, Vers 6, ist im Endeffekt, wir vertrauen Gott mehr als unsere Leistung, unserem Versagen, unseren Enttäuschungen oder unseren Umständen. Abraham nahm dieses Versprechen ernst, er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und zwar immer wieder mit allen Ups und Downs, die wir gehört haben. Aber er hat sich entschieden, Gott mehr zu vertrauen, sogar mehr zu vertrauen als seinem eigenen Versagen. Sogar mehr zu vertrauen als den Momenten, wo er es nicht hinbekommen hat. Mehr zu vertrauen als der voranschreitenden Zeit, die das Ganze immer unmöglicher gemacht hat. Er hat Gott mehr vertraut als allem anderen. Und er hat sich immer wieder neu entschieden. Und das müssen wir uns mal vorstellen, es hat 25 Jahre gedauert, bis sein Sohn kam. 25 Jahre. Und es war eigentlich von Anfang an schon eine unmögliche Sache. Er hat sich immer wieder neu entschieden, Gott zu vertrauen. Immer wieder neu. Das Zweite ist, ich habe es vorhin kurz angerissen, irgendwann kamen diese Raubvögel auf die Kadaver und Abraham hat sie weggejagt. Und es ist warum steht da so eine Info, die ja eigentlich so irrelevant klingt? Und ich glaube, das ist ein super Bild für die Zweifel und für die Sachen, die uns versuchen, das streitig zu machen, was uns Gott versprochen hat. Und deswegen der zweite Punkt, jage die Zweifel weg. Jage deine Zweifel weg. Denn immer dann, wenn es um ein Versprechen und um eine Verheißung von Gott geht, soll ich euch sagen, dann werden die Raubvögel kommen und sie versuchen, es dir streitig zu machen. Dann wird der Teufel kommen, der dir einflüstert, hey, sollte Gott wirklich gesagt haben? Oh, meinst du, das stimmt wirklich alles mit der Bibel? Ich weiß nicht. Was, wenn es falsch ist?
Oh, weißt du noch, auf welche Homepage du letzte Woche gegangen bist? Ich glaube nicht, dass Gott dir dieses Wunder schenken kann. Er will es wahrscheinlich auch gar nicht. Immer wenn wir vor einem Durchbruch, vor einer Verheißung, vor einem Wunder stehen, dann wird der Teufel kommen, der Feind kommen und er wird Zweifel sehen. Lass uns wie Abraham sein und die Raubvögel wegjagen von dem, was Gott tun will. Im Endeffekt ist es Gott, der es tut. Aber Abraham ist der, der sich dazu entscheidet, zu sagen, nein, ich vertraue auf Gottes Wort, trotz allem. Ich vertraue auf sein Versprechen, trotz allem. Ich vertraue, auch wenn es eigentlich gar keinen Grund gibt, mehr zu vertrauen. Ich vertraue dennoch. Zweifel, Raubvögel, verschwindet. Diese Lügen verschwindet. Ich weiß nicht, um was es in deinem Leben geht, wo du merkst, ich brauche dieses Wunder, ich brauche diesen Durchbruch. Aber verjag die Zweifel und vertraue Gott, auch wenn die Umstände anders aussehen. Auch wenn du vielleicht selber versagt hast. Wenn du enttäuscht bist. Wenn du frustriert bist, vielleicht sogar von Gott. Wenn du Zweifel hast, jag sie weg und stell dich auf Gottes Wort, denn er ist der Bundesgott. Er ist der Bundesgott, der treuer ist, als wir uns es jemals vorstellen können. Es ist mehr als eine kleine Freundschaft. Es ist ein Bund Gottes. Gott kann nicht anders als treu zu sein. Er ist größer und treuer, als wir uns es jemals vorstellen können. Sieh, manchmal ist, glaube ich, Gottes Timing ein anderes Timing als wir, als unser Timing. Und auch das kenne ich aus meinem Leben. Wenn es an mir gegangen wäre, wären einige Dinge anders gelaufen. Aber im Rückblick habe ich gesehen, wie Gottes Hand drauf war, wie sein Timing drauf lag. Manchmal würde ich sagen, ist sogar die Vorstellung von den Versprechen Gottes, von der Verheißung Gottes, kann anders sein, als die Erfüllung dann aussieht. Aber das heißt nicht, dass Gott sein Versprechen nicht hält. Er hält sein Versprechen. Er ist treu. Aber es ist unsere Entscheidung, ihm zu vertrauen. Ich glaube, es war nicht Abrahams Plan, dass er bis 100 warten muss, bis er Vater wird. Es war nicht Abrahams Plan, wie das alles so laufen war. Der hatte gar keine Ahnung. Aber er hat sich entschieden zu vertrauen. Und das können wir tun für unser Leben. Mit den Versprechen, die Gott uns macht. Mit den Versprechen, die wir in seinem Wort lesen. Auch wenn es herausfordernd ist. Und wir jagen die Zweifel weg. Wir stellen uns auf Gottes Versprechen immer wieder neu. Und der Rest ist Gottes Sache. Sind Gott, er hatte recht. Alle Dinge, die er Abraham versprochen hat. Er hat ihm das Land geschenkt. Bis heute. Er hat ihm seinen Sohn Isaak geschenkt. Aus Isaak ist eine riesige Familie geworden. Im Endeffekt ein ganzes Volk. Und aus diesem Volk kam Jesus. Und was war der dritte Punkt? Ein Segen für alle Nationen. Für alle Menschen in dieser Welt. Gott hat alle Versprechen gehalten. Zu 100%. Vielleicht in einem anderen Timing, als Abraham das dachte. Aber er hat alle Versprechen gehalten. Er ist der Bundesgott. In Galater 3, 26 bis 29, das bringt es gut auf den Punkt, warum das so relevant für uns ist. Nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Ihr gehört zu Christus. Denn ihr seid auf seinen Namen getauft. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid ihr auch Nachkommen von Abraham. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Wir sind Abrahams Erben. Das ist nicht irgendein unwichtiger vergangener Bund. Es ist unser Bund, weil wir Abrahams Erben sind und weil Gott zu seinem Wort stand und im Endeffekt durch Jesus dieses Geschenk der Erlösung zu allen Völkern auf dieser Welt gekommen ist. Und jetzt können wir diesen Segen erleben. Wir können dieses Licht Gottes erleben, diese Hoffnung erleben, die alles verändert. Und wir können diese Hoffnung weiterbringen bis an die Enden der Welt.
damit jeder Mensch hört und die Chance hat, diesen Jesus kennenzulernen, diesen Gott kennenzulernen, der, obwohl er allmächtig ist, obwohl er so riesig ist, sich dennoch klein macht aus freien Stücken und er ans Kreuz geht und für dich und mich stirbt, für unser Versagen, weil wir untreu sind, weil wir es nicht auf die Reihe kriegen. Er legt sein Leben nieder, aber er bleibt nicht tot, sondern er steht auf. Er ist treu. Und wir können Licht Gottes sein und weitergeben. Es ist so wunderbar. Ich würde gerne mit dieser Szene enden, wo Gott Abraham aus diesem Zelt herausgeführt hat. Du erinnerst dich wahrscheinlich, dieser Moment, wo Gott dann sagt, Abraham, schau auf die Sterne. Und ich stelle mir das so vor, Abraham ist in diesem Zelt, er ist frustriert, so, weil nichts scheint sich zu bewegen. Er sieht seine Enttäuschung, er sieht all das, was er nicht kann, er sieht all das, was nicht funktioniert hat. Und dann kommt Gott und sagt, Abraham, komm raus aus deinem Zelt. Komm raus aus deinem Zelt. Komm raus und zähl die Sterne. Guck dir den Sternenhimmel an. Guck dir meine Grenzenlosigkeit an. Guck dir an, wie viel größer ich bin. Bleib nicht in deinem Zelt. Bleib nicht in deiner Enttäuschung. Bleib nicht in deinem Versagen. Bleib nicht in deinem Frust. Bleib nicht in deinem Problem. Bleib nicht in Angst, sondern schau auf die Sterne. Versuch sie zu zählen. Dir wird es nicht gelingen. Schau auf meine Grenzenlosigkeit. Und ich glaube wirklich, dass Gott uns das heute sagt. Er sagt uns das zu. Ich weiß nicht, wo du stehst, wo du herausgefordert bist, wo du sagst, Mann, ich warte so lange auf den Durchbruch. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, Gott, er sagt dir und mir heute, komm raus aus deinem Zelt. Komm raus und zähl die Sterne. Zähl die Sterne. Schau auf meine Grenzenlosigkeit. Schau auf mein Versprechen. Schau darauf, wie unfassbar groß ich bin. Schau darauf, wie viel treuer ich bin. Denn ich bin und ich bleibe der Bundesgott. Ich war es immer, ich bin es jetzt und ich werde es für immer sein. Lasst uns aus unserem Zelt rausgehen und auf Gott schauen, weil diese Perspektive, sie verändert alles. Sie verändert alles. Vielleicht bist du hier und du merkst, Mann, das klingt gut, aber ich kenne Gott eigentlich gar nicht. Ich kenne diese persönliche Verbindung, diese Freundschaft, diese Enge, dass Gott was mit mir zu tun haben will, das kenne ich gar nicht. Ich habe schon mal was über Gott gehört, aber so richtig so eine persönliche Freundschaft, so einen persönlichen Bund, irgend sowas, so eine Verbindung mit Gott, ich habe das nicht und ich kenne das nicht. Oder du bist hier und du sagst, ey, ich hatte das mal, aber irgendwie ist es mir verloren gegangen. Ich weiß nicht, Leben ist passiert. Ich will dir die Möglichkeit geben, Ja zu sagen zu dieser Verbindung mit Gott. Weil ganz ehrlich, es ist so simpel. Es ist, beginnt mit dieser Entscheidung zu sagen, ja Gott, ich lass dich in mein Leben. Ich lass dich in mein Herz. Es ist unsere Entscheidung, die sagt, ja Gott, ich will dich, ich nehme dieses Geschenk an. Ich nehme diese Gnade an, ich nehme das an, was ich nicht verdient habe. Ich nehme das an. Wir machen das in jedem Gottesdienst so, dass wir die Möglichkeit geben, weil es das Beste ist, was dir und mir passieren kann. Es ist das, was mein Leben verändert hat, es ist das, was so viele Leben hier verändert hat. Dieses Ja zu Gott, dieses Ja zu der Freundschaft, dieses Ja zu seiner Vergebung, es ist ein Geschenk. Aber annehmen muss es doch jeder von uns selbst. Und deswegen lasst uns mal alle unsere Augen schließen. Es soll ein privater Moment sein zwischen dir und Gott. Und ich werde es so machen, ich werde von 3 auf 1 runterzählen. Und bei 1 hast du dann die Möglichkeit, einfach eine kurze Handmeldung zu geben, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Was nichts anderes ist als dieses Ja. Eine äußere Handmeldung für eine innere Entscheidung, wo du sagst, ja, Jesus, ich will dich kennenlernen. Ich will diesen Bund, ich will diese Freundschaft, ich will diesen Frieden, ich will diese Vergebung, ich will das in Ewigkeit. Weil Gottes, Jesus Geschenk ist so unfassbar mächtig. Deswegen, lass uns das machen, wir jetzt, wo alle die Augen geschlossen haben. 3, Jesus liebt dich so viel mehr, als du dir vorstellen kannst. 2, er hat alles gegeben, er hat sein Leben gegeben für deine und für meine Schuld. Und 1,
wenn du diesen Jesus kennenlernen willst, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, wenn du ihn in sein Herz, in dein Herz haben möchtest, wenn du seine Vergebung und Frieden erleben möchtest, bis in alle Ewigkeit, dann heb jetzt deine Hand. Dankeschön. 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 Könnt die Hände gerne wieder runter machen. Könnt die Augen wieder aufmachen, weil wir wollen jetzt ein Gebet sprechen, was nichts anderes sagt als: Jesus, komm in mein Leben. Das ist keine entscheidende Formulierung, aber es ist ein besonderes Gebet, weil es diese Verbindung zwischen dir und Gott festmacht. Deswegen, ich bete es vor und wir alle beten es gemeinsam nach als Familie. Jesus, ich lade dich ein. Komm du in mein Leben. Komm du in mein Herz. Ich will dich kennenlernen. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Für meine Fehler und für meine Sünde. Vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Danke, dass ich von nun an ein Kind Gottes, ein Freund Gottes, ein Bündnispartner Gottes sein darf. In diesem Leben und bis in alle Ewigkeit. Und alle sagen gemeinsam Amen. Komm, lasst uns den Leuten einen riesigen Applaus geben. Lasst uns aufstehen. Wir wollen Gott nochmal feiern. Wir wollen ihn groß machen und ihn anbeten. Hey, vielen Dank, dass du dir eine Predigt aus der Move Church auf unserem Kanal angeschaut hast. Wir hoffen sehr, dass dich diese Botschaft inspiriert und auf deiner geistlichen Reise vorwärts gebracht hat. Falls du keine eigene lebendige Kirche in deiner Nähe hast, dann laden wir dich ein, einfach mal in unserem Online-Campus vorbeizuschauen. Da leben wir Kirche online und wir treffen uns zum Beispiel unter der Woche in Online-Connect-Gruppen. Und wenn du heute eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen hast, dann gratulieren wir dir, wir freuen uns mit dir. Wir würden dir sehr gerne eine Bibel und eine Broschüre zu den ersten Schritten als Christ kostenlos zukommen lassen. Klick doch einfach dafür und auch wenn du mehr über uns als Move Church wissen willst, auf den Link zu unserer Website. Alle aktuellen Predigten findest du in der verlinkten Playlist oder du abonnierst einfach unseren Kanal. Und wenn du mithelfen willst, die Botschaft vom Gott der Liebe und Gnade weiter zu verbreiten, dann kannst du uns gerne über unsere Website finanziell unterstützen. Bis demnächst.